Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch ein paar Sachen erzählen. Also ich möchte einfach ein paar Dinge ansprechen. Vor allem Sachen, die in der nächsten Zeit passieren werden, die auf euch zukommen werden, die auf mich zukommen werden, die auf uns zukommen werden. Ich hoffe, da ist was Interessantes für euch bei und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch darüber freut. Leider kann ich noch nicht alles erzählen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich bestimmte Sachen erzählen darf. Mein Fehler, ich hätte das mal vorher abklären müssen, bevor ich dieses Video eigentlich hier drehe, aber naja, okay. Das ist wieder typisch ich. Ja, ich sehe ein bisschen aus wie keine Ahnung was. Meine Wimpern sind irgendwie total krumm und schief. Ich habe eine Wimpernverlängerung. Wenn ihr wollt, kann ich ja mal ein Video drüber machen, wie so meine Erfahrungen sind, wenn ihr Interesse dran habt. Und ich muss jetzt nächste Woche wieder auffüllen lassen. Also nicht jetzt, also ja, für euch ist es Samstag, aber ich meine nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Oh mein Gott. Ja, ich muss sie halt wieder auffüllen lassen, weil ja, die sind wieder so schlimm. Ja. Kommen wir zum ersten Thema. Ich weiß nicht, ich habe es schon erwähnt. Viele wissen das auch schon von euch. Aber ich glaube, viele auch noch nicht. Ich habe es, glaube ich, noch nicht auf YouTube angesprochen. Ich glaube, nur auf Snapchat und Instagram. Ich bin jetzt seit circa... Wann war das denn? Ich weiß nicht, aber ich bin jetzt schon seit ein paar Monaten auf jeden Fall bei der Sony. Und ja, viele wissen, ich habe dort meinen Plattenvertrag unterschrieben, was mir eine große Ehre ist, weil, Leute, das ist ein großes Label, das ist Sony. Ich denke mir so, wer kennt nicht Sony? Und ich habe mal eben so einen Plattenvertrag unterschrieben. Und das ist für mich einfach so ein, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, das ist so ein Traum für mich einfach, vor allem... Das Ding ist einfach, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das schaffen kann, weil ich immer so, ja, wie soll ich sagen, ich habe immer an mir selbst gezweifelt und habe immer gedacht, boah, Enya, du schaffst das nicht. Und ich meine, diese Labels, die haben ja viel mit Singen zu tun, mit Gesang und ja. Ich finde, also ich fand halt am Anfang nicht, dass ich so, also ich habe nie irgendwie gesagt, dass ich gut singen kann. Ich habe immer wenn gesagt, ich singe einfach total gerne, genauso wie beim Tanzen. Ich bin keine Profitänzerin. Aber ganz ehrlich, ich finde, man muss gar nicht der Profi sein. Du musst gar nicht unfassbar schön singen können. Du musst auch nicht so toll tanzen können. Das ist alles gar nicht schlimm. Hauptsache... Also ganz ehrlich, was ich damit meine ist, was bringt dir das, wenn du super geil tanzen kannst, aber du bringst das einfach nicht rüber? Wisst ihr, was ich meine? Also man sieht halt, dass du daran gar keinen Spaß dran hast. Das weiß ich nicht, dann macht das einfach gar keinen Spaß zuzugucken. Ich gucke lieber den Leuten zu, die, wo ich sehe, dass die glücklich sind, wenn die tanzen, wenn die singen. Keine Ahnung, ich... Manche Leute sagen direkt immer so, ja, man muss singen können, man muss tanzen können. Nein, muss man nicht. Klar, man sollte vielleicht so eine Basis haben, aber das Wichtigste ist einfach, dass man Spaß daran hat. Und mir haben so viele geschrieben von euch, dass ihr gerne so, what the fuck, dass ihr gerne tanzen wollt und halt ein Video hochstellen wollt, wo ihr tanzt oder wo ihr singt, aber euch nicht traut, weil ihr Angst habt, dass irgendwelche was sagen könnten, dass das sich nicht gut anhört. Also ganz ehrlich, Leute, jeder Mensch hat eine andere Stimme, ist ja klar. Und es gibt so viele Sänger und Sängerinnen auf dieser Welt, mit so vielen verschiedenen Stimmen. Und nur weil man diesen Geschmack, also jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und bei mir ist das zum Beispiel, ich mag auch nicht jede Sänger oder Sängerin, höre ich jetzt auch nicht gerne, wo ich jetzt, also es ist nicht so, wo ich dann sagen kann, boah, die eine geile Stimme. Das heißt aber nicht, dass diese Person dann nicht singen kann. Wisst ihr, was ich meine?
Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich singen kann. So, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das hat einfach auch immer mit Geschmack zu tun, finde ich, weil viele, genauso wie bei mir, sagen, okay, ich mag deine Stimme. Und es gibt welche, die sagen, nein, ich finde deine Stimme gar nicht schön. Ist ja auch nicht schlimm. Ist Geschmackssache. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, dass ich Spaß dran habe und ich bin auch dabei, an meiner Stimme zu arbeiten. Es klappt auch wirklich sehr gut. Ich habe mich auch wirklich gebessert. Das stimmt wirklich. Ich habe mich wirklich gebessert. Und ja, das heißt, dass dieses Jahr mein Album kommen wird. Und tut mir leid, wenn ich nicht so in die Kamera gucke, aber wenn ich so am Reden bin, dann gucke ich immer, keine Ahnung, automatisch irgendwie. Deswegen nehmt mir das bitte nicht so übel, wenn ich heute nicht so auf euch fixiert bin. Ja, dieses Jahr bringe ich mein Album raus und das ist für mich so krass, Leute, ich kann das gar nicht glauben. Einfach ein Album. Leute, ich habe davon mein ganzes Leben lang geträumt. Und jetzt einfach so mein eigenes Album. Man kann es dann bei Mediamarkt oder Saturn kaufen. Ich finde das so krass einfach. Ich kann das gar nicht glauben, echt jetzt. Boah, es tut mir so leid, wenn ich euch damit auf die Nerven gehe und mich ständig wiederhole. Aber boah, wenn ich gerade so in meinem Film bin, dann ja, rede ich immer sehr viel. Das wisst ihr ja. Wenn ich irgendwo bin, privat, und die Leute fangen an, mit mir zu reden, sind aber irgendwie so... Erstmal, okay, wer ist die jetzt so? Weil ich komme halt auch immer sehr eingebildet drüber. Ich habe halt so einen doofen Blick. Ich mag den selber nicht. Ich will mir das so abgewöhnen. Ich hasse das. Und ich bin gar nicht so was. Also so wie mein Blick das eigentlich sagt, so bin ich aber nicht. Und das habe ich aber, Leute, ohne Witz, das habe ich aber auch immer beim Fotoshooting. Wenn ich ein Fotoshooting habe, dann ist immer, meine Augen sind immer so auf 7:30, aber ich mache das nicht extra. Und dann müssen die mir extra sagen, ey, ja, Augen auf. Und dann stehe ich da immer so, damit ich meine Augen aufbekomme. Deswegen, ich kann wirklich nichts dafür. Aber wenn ich irgendwo bin und die sind erstmal so, dann tasten die sich ran. Und dann, klar, dann fragt man so, okay, was machst du beruflich? Also, gehst du arbeiten? Gehst du noch zur Schule? Und ich sag dann halt, ja, ich bin selbstständig. Und dann gucken die einen natürlich immer erst so dumm an. So, ja, ja, von wegen selbstständig. So, ja. Ja, was machst du denn, hä? Ja, okay, warum soll ich lügen? Ich mag nicht gerne sagen, okay, ich bin jetzt hier, weiß ich nicht, YouTuberin, Sängerin, Influencerin, was weiß ich, was man alles da sagen kann. Und, ich sag dann immer, ja, ich mache Instagram, ein bisschen YouTube, so. Weil ich hasse das eigentlich, wenn Leute mich direkt so kennenlernen, weil die, ja, wie soll ich sagen, ich erzähle einfach weiter, dann wisst ihr, was ich meine. Und ja, wie, erzähl mal mehr, wie, du bist du YouTuberin? Dieses Wort schon. Bist du YouTuberin? Ja, also ich mache ein paar Videos, so, die Leute können sich das angucken, so ein paar Tipps, bla bla. Ja, wie viele Follower hast du denn auf Instagram? Boah, und das ist mir dann so unangenehm. Diese Frage ist mir so unangenehm. Also manchmal sage ich dann wirklich, ja, ist doch egal, so, ist doch nicht wichtig jetzt. So, du hast jetzt gehört, was mein Job ist und auch mein Hobby ist. Das reicht doch wohl, glaube ich. Warum muss man da weiter drauf rumhaken? Aber okay. Ab und zu sage ich dann auch, wenn sie wirklich interessiert dran sind, dann sage ich halt so, ja, ich habe fast 1 Million. Ja, mir ist das unangenehm einfach. Und ich bin zwar stolz, aber trotzdem, weil die Leute dann direkt so anders zu mir sind. Irgendwie sind die dann netter zu mir, habe ich das mein... Also wirklich das Gefühl, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, als ob die wirklich netter sind plötzlich und aufmerksamer. Und... Dann sage ich so, ja, aber Leute denken mal, ich bin direkt abgehoben, so. Ah, nein! Oh, lass dir nichts von denen erzählen, die sind eh nur neidisch. Ja, okay, das ist schon, hast du recht, aber dann fangen die an zu sagen, ja, wie wär's mal,
würdest du mich teilen? Oder ich habe wieder auch die Frage vor kurzem bekommen, was ist, wenn die Person das mal selber macht, ob ich sie unterstützen würde, teilen würde, obwohl ich die Person nicht mal kenne. Ich kenne diese Person nicht. Warum sollte ich dich teilen? So, wisst ihr, was ich meine? Und direkt dieses, ja, teil mal und mach mal dies und keine. Ich hasse sowas, Leute. Ohne Witz, ich hasse das einfach. Weil, oder auch so, ja, folgt mir mal so. Oder die machen das extra. Das ist immer so eine Taktik. Das ist mir ganz oft aufgefallen. Die geben dann so meinen Namen bei Instagram ein. Geben sie halt ein und sagen so, ja, wie heißt du denn da? Ja, und dann gucken die so, wow, krass, was, das bist du? Ja, okay. Und dann folgen die mir und dann sagen die so, ja komm, jetzt folge ich dir, jetzt kannst du ja auch mal zurückfolgen. Und wenn ich dann sage, du, privat ist privat und Arbeit ist Arbeit für mich, ey, da kommen die mir manchmal so doof. Die sind dann wirklich manchmal beleidigt, ne? Und ich bin dann so die Dumme, weil das dann ja so heißt, guck mal, voll abgehoben, die will nicht teilen, die will nicht folgen, guck mal, das wird direkt so als abgehoben abgestempelt. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie du auch, und wir können gerne reden, ich rede gerne mit Leuten aus meiner Community, generell Leute, die mich feiern und ab und zu auch meine Videos gucken und mich einfach so ansprechen. Ich habe sehr oft coole Gespräche mit einigen. Das ist echt cool. Es sind wirklich so viele nette Menschen dabei. Und dann denke ich mir immer so, boah, warum gibt es nicht mehr davon, ey? Wirklich, jetzt, es waren so, so nette, liebenswerte Menschen dabei, wo ich mir manchmal dachte, boah, wärst du mal meine Freundin? Oder wärst du mal hier, würdest du mal hier in meiner Stadt wohnen? Naja. Okay. Das war's eigentlich auch. Ich will gar nicht so viel reden jetzt mehr. Ich habe, glaube ich, genug geredet. Oh Gott, Gott, tut mir echt leid. Aber das musste einfach mal raus. So, ich rede einfach gerne mit euch, ob ihr mir zuhört oder nicht. Aber na gut. Aber alle, die mir bis jetzt zugehört haben, Respekt, dass ihr das geschafft habt, dass ihr das aushalten konntet. Denn ja, ich kann sehr viel reden. Und man kommt auch sehr schnell durcheinander bei mir, weil ich alles so wie so ein Würfel durcheinander würfel. Okay. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Deswegen werde ich jetzt das Video beenden. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, macht euch mal Gedanken drüber. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu, zu diesen Themen? Mal über ein Thema, ein bestimmtes Thema, ein Video machen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch andere Themen nennen, egal was es jetzt ist, über die ich da mal so ein Real Talk, keine Ahnung was mache, einfach mit euch rede und wirklich rede. Deswegen an alle Leute, die keine Real Talks mögen oder diese Redevideos von mir, schaltet da lieber nicht ein, denn das kann nicht gut enden. Gott. Ja, ich nerv mich schon selber. Egal, ich werde das Video jetzt beenden. Sonst bin ich gleich selber genervt von mir selber, weil ich weiß, dass ich so viel rede. Okay, ich werde das Video jetzt wirklich beenden. Und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Und ja.